Allen einen wunderschönen guten Abend hier im großen Saal der VHS Floridsdorf. Dieser Saal hat Platz für 696 Menschen und ich kann sagen, wir sind bis auf den letzten Platz heute ausgebucht. Wenig überraschend wahrscheinlich. Ich sage auch einen schönen guten Abend aus der VHS Floridsdorf, denn nicht alle, die heute folgen, sind bei uns. Manche sitzen vor den Bildschirmen, es gibt einen Livestream, sitzen zu Hause, hören sich vielleicht von unterwegs die heutige Veranstaltung an. Ihnen allen herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Wunderwelt der Quantenphysik. Sie hören heute den Vortrag von Dr. Anton Zeilinger. Sie können im Anschluss an den Vortrag sich selbst heute mit Ihren Fragen ins Programm einbringen. Und den ersten Beitrag zum heutigen Abend, den werden Sie hören vom Bürgermeister dieser Stadt, dem Bürgermeister der Stadt Wien. Mein Name ist Loh Hufnagel. Ich darf Ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt die Programmpunkte ankündigen. Und in diesem Sinne, jetzt zur Eröffnung, bitte ich zu mir auf die Bühne den Bürgermeister dieser Stadt, Dr. Michael Ludwig. Ja, sehr geehrter Herr Professor Dr. Anton Zeilinger, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, gemeinsam mit Ihrer lieben Frau. Und ich möchte Sie in dieser Runde herzlich begrüßen hier in der Volkshochschule Floridsdorf. Wir wissen das deshalb ganz besonders zu schätzen, weil wir Ihren Terminkalender kennen und Sie sind seit vielen Jahren, Jahrzehnten einer der nachgefragtesten Physiker, Quantenphänomene, kann man sagen, Professoren, die international gefragt sind. Und Sie haben Ihre Karriere begonnen in Wien, Ihre universitäre Karriere an der Universität Wien, an der Technischen Universität, aber Sie haben viele Lehrstühle inne gehabt, quer durch ganz Europa. Und seit Sie 2022 den Nobelpreis bekommen haben, kann man vorstellen, sind Sie besonders nachgefragt. Also von daher keine Selbstverständlichkeit, dass Sie heute hier auftreten. Und wir sind deshalb so stolz, weil wir haben jetzt den zweiten Nobelpreisträger in einer Wiener Volkshochschule. Der erste war 1921 Albert Einstein. Und von daher sieht man, also wir geben uns nicht mit den Kleinen ab, sondern nur mit den wirklich großen Kapazundern. Und das ist auch das, was wir in der Stadt Wien wollen. Wir verstehen uns als eine internationale Stadt, als eine Bildungsstadt, eine Stadt, die unabhängig von sozialen und wirtschaftlichen Barrieren allen Menschen Zugang zur Bildung eröffnen will. Das ist auch der Grund, dass wir bei den Kleinen anfangen, einen kostenfreien Kindergarten, eine kostenfreie Ganztagsschule und dass wir der wichtigste Universitätsstandort im deutschsprachigen Raum sind mit rund 200.000 Studierenden und dass wir mit dem lebensbegleitenden Lernen auch erreichen wollen, dass alle Menschen unabhängig auch von ihrem primären Ausbildungsgang Möglichkeit zur Bildung finden. Wir haben heute erst wieder gestartet die Aktion Eine Stadt, ein Buch, wo wir 100.000 Bücher kostenfrei an die Wiener Bevölkerung ausgeben, über Volkshochschulen, Büchereien, über Buchhandlungen. Es ist diesmal ein besonders interessantes Buch, der Vorleser, das sich nicht nur mit der Nazi-Vergangenheit kritisch auseinandersetzt, sondern auch mit der Frage, welchen Zugang Menschen finden, die nicht alphabetisiert worden sind. Etwas, was in den Wiener Volkshochschulen besonders intensiv betreut wird, wie auch kostenfreie Kurse anbieten für Menschen, die im primären Ausbildungsgang Lesen nicht gelernt haben. Also wenn Sie wen kennen sollten, wo Sie den Eindruck haben, es gibt sowas wie sekundären Analphabetismus, sind die Volkshochschulen eine gute Adresse. Und es ist wichtig, dass wir aus demokratischen Gründen allen Menschen Bildung anbieten und Bildung so, dass sie auch verständlich ist. Und da ist Professor Zeilinger ein hervorragendes Beispiel, komplexe Dinge so darzustellen, dass es möglichst viele Menschen verstehen und auch den gesellschaftspolitischen Bezug herzustellen. Ich denke auch an Ihre sehr beeindruckende Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen,
die deutlich gemacht hat, dass sie diese Verbindung von Physik und Gesellschaftspolitik wunderbar herstellen können. Und wir haben seit einem Vierteljahrhundert, seit 25 Jahren, mit der Aktion University Meets Public an den Wiener Volkshochschulen eine Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt der Bevölkerung über die Volkshochschulen zu vermitteln. Sie waren 2012 einer jener Vortragenden mit den meisten Besucherinnen und Besuchern. Das war damals in der Volkshochschule Meidling, kann ich mich erinnern. Quantenphysik, die Welt der Quanten, wo Albert Einstein geirrt hat. Also Sie sehen, es gibt zwischen den beiden Nobelpreisträgern, die in Wiener Volkshochschulen aufgetreten sind, auch direkte Bezüge, die wir vielleicht heute noch hören werden. Und von daher möchte ich Sie auch einladen, von dem Programm Gebrauch zu machen, das bei Ihnen auf den Sesseln liegt. Wir bieten an den Wiener Volkshochschulen pro Jahr in etwa 300 wissenschaftliche Kurse an, die an den Wiener Volkshochschulen interessante wissenschaftliche, neueste Erkenntnisse direkt an die Bevölkerung heranbringen. Machen Sie von diesem Angebot Gebrauch. Ich bin da besonders befangen. Ich habe meine berufliche Tätigkeit hier im Haus begonnen, an der Volkshochschule, damals noch Wien-Nord, zuständig für Floridsdorf-Donnerstadt, jetzt Floridsdorf. Es ist der größte Saal, den wir anbieten können. Und ich denke, der ideale Standort für einen Vortrag für Sie, Herr Professor Zeilinger. Ich danke auch für die gute Zusammenarbeit, die wir seit vielen Jahren pflegen. Sie waren ein Jahrzehnt lang Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, haben viel Inhaltliches geleistet in den verschiedensten Fachbereichen, auch Exzellenz nach Wien, nach Österreich gebracht. Aber ich denke auch zum Beispiel an den Wissenschaftscampus, der auf Ihr Drängen hin entstanden ist, rund um die Akademie der Wissenschaften. Also das ist eine großartige, nachhaltige Leistung für unsere Stadt Wien. Wir durften sie schon einmal auszeichnen, aber wir haben schon im Vorgespräch geklärt, das war nicht das Ende aller Möglichkeiten, sichtbare Auszeichnungen der Stadt als Würdigungen Ihnen zu überreichen. Aber ich möchte Ihnen heute einen spannenden Vortrag wünschen, und noch einen Bezug zum ersten Nobelpreisträger herstellen, Albert Einstein. Ein Zitat, das, wie ich meine, sehr gut passt, auch zum heutigen Abend. Und ich zitiere jetzt: Es genügt nicht, den Menschen zu einem Spezialisten zu erziehen. Er wird auf diese Weise lediglich eine Art nützlicher Maschine, nicht aber eine harmonisch entwickelte Persönlichkeit. Das wesentlichste Ziel der Erziehung muss es sein, dem Studierenden das Verständnis und lebendige Gefühl für die wirklichen Werte des Lebens nahezubringen und ihn das Erkennen des Schönen und moralisch Guten zu lehren. Eine Erziehung, die diese Aufgabe versäumt, wird Menschen heranbilden, die gut trainierten Hunden gleichen, nicht aber harmonisch entwickelten Persönlichkeiten. Diese wichtigen Dinge werden der jungen Generation einzig und allein durch den persönlichen Kontakt zu denen, die sie lehren, zum Bewusstsein gebracht und nicht oder zumindest nicht in erster Linie durch Lehrbücher. Und das ist genau das, was wir heute hier an der Wiener Volkshochschule in Floridsdorf erreichen wollen, nämlich, dass sie den direkten Kontakt zu einem der wichtigsten Wissenschaftler weltweit haben. Nicht nur über elektronische Medien, nicht über Printprodukte, sondern im direkten persönlichen Kontakt. Und dafür, Herr Professor, danke ich Ihnen ganz herzlich und darf Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten. Sie wollen noch was sagen? Nein, 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 bitteschön. Ohne Umschweife, Umschweife direkt zum Vortrag. Danke. Ja, kann man diese Scheinwerfer ein bisschen zurückdrehen? Weil sonst habe ich ja mit Ihnen keinen Blickkontakt, wissen Sie? Ja, und im Hörsaal kann man ein bisschen was aufdrehen, geht das? Ein klein wenig, nur damit ich möchte mit euch sozusagen reden, so auf gut Deutsch. Ne? Gut, ja. Ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Bürgermeister, für Ihre lieben Worte. Es ist tatsächlich so,
dass Einstein und mich, meine Arbeiten, sehr viel verbindet. Ich werde das erwähnen in meinem Vortrag. Ich möchte auch noch erwähnen, ich habe vor vielen Jahren einen Kurs an einer Volkshochschule besucht. Das war damals da am Gürtel, da bei der Schönbrunner Straße, da diese Gegend. Wissen Sie, was ich gelernt habe? Schreibmaschinen schreiben, Zehnfingersystem. Das war voll ganz lustig. Ja, und ich möchte bei diesem Volkshochschulsystem mich herzlich bedanken, mich eingeladen zu haben und auch den größten Saal zur Verfügung stellen, weil ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Warum halte ich solche Vorträge ganz kurz? Weil ich von den Sachen wahnsinnig begeistert bin und ich die Meinung vertrete, dass auch Nichtwissenschaftler zumindest so viel hören sollen, so viel verstehen sollen, dass sie auch sehen, ja, da ist was Spannendes, das ist was Interessantes. Das schauen wir vielleicht ein bisschen näher an. Gut, als Titel habe ich gewählt Die Wunderwelt der Quantenphysik. Es ist wirklich eine wunderbare Welt. Was Sie da sehen am Titelbild ist ein Teleskop, klarerweise. Das ist auf der kanarischen Insel von Teneriffa. Steht dieses Teleskop. Und dieses Teleskop ist eine Ausnahme. Ist ein Teleskop, das nicht für Astronomie gebaut wurde, für Sternenbeobachtung, sondern für Kommunikation mit Satelliten über Laser, über Licht. Und dieses Teleskop haben wir verwendet für unsere Experimente zum Teil. Ich zeige es deshalb, weil das ist eine wunderbare, hochprofessionelle Aufnahme. Jeder Fotograf wird, glaube ich, dahin schmelzen, wenn er sieht, wie die verschiedenen Lichtstärken und so weiter vorkommen. Und wir haben da einen Lichtstrahl, der hinüberführt nach La Palma, eine andere kanarische Insel, wo wir sehr viele Experimente gemacht haben. Nun, ich gehe zurück zum Beginn. Die Quantenphysik begann im Jahre 1900. Das kann man klar so definieren. Und zwar auf den Herrn Max Planck. Max Planck, deutscher Nobelpreisträger für die Entdeckung der Quantenphysik oder Entdeckung eigentlich der Quantenphänomene. Das war keine theoretische Idee. Und interessant ist, im Jahr 1879, als Max Planck dabei war, sich zu überlegen, was er studieren möchte, ging er zu einem gewissen Philipp von Joly, ich habe den Namen hierher geschrieben. Das war damals einer der berühmtesten deutschen Professoren der Physik. Und den hat er gefragt, hat gesagt, ich möchte Physik studieren, was halten Sie davon? Und Joly hat gesagt, in der Physik ist alles Wichtige entdeckt, es gibt nur zwei, drei kleine offene Fragen, studiere lieber Medizin. Zum Glück war Max Planck so begeistert von der Physik, dass er es gemacht hat. Und er hat sozusagen eines der großen neuen Tore aufgestoßen, nämlich die Quantenphysik. Das zweite große neue Tor war dann die Relativitätstheorie durch Einstein. Nicht? Und diese beiden Tore allein haben die Physik bis dahin sozusagen fast auf den Haufen geworfen, aber nicht ganz. Denn die naturwissenschaftliche Methode, die bleibt. Die naturwissenschaftliche Methode heißt, ich beobachte die Natur, ich beobachte die Phänomene und aus dieser Beobachtung mache ich meine Schlüsse. Allein herumtheoretisieren reicht nicht. Das ist ganz wesentlich an den Naturwissenschaften. Nun, Max Planck hat damals schon realisiert, da links ist das Labor, auf die Details möchte ich nicht eingehen, aber es ist einfach schön, hier ist ein historisches Laboratorium, wo man Untersuchungen gemacht hat, im Wesentlichen zur Farbe glühender Körper. Sie wissen das alle, wenn Sie ein Feuer sehen, ist es manchmal weiß, manchmal rot und so weiter und so fort. Und das zu erklären, war der bisherigen Physik nicht notwendig, nicht möglich und dazu brauchte man die Quantenphysik. Quanten sind unteilbar, das hat schon Max Planck festgestellt. Daher, und auf das kommen wir noch, daher herrscht dort in gewissen Fällen der reine Zufall, ohne Möglichkeit einer Erklärung. Und wenn Sie fragen, was sind Quanten, wenn Sie
klein genug hinuntergehen, auch auf dem Körper oder überall. Letztlich sind alles Quanten. Elektronen sind Quanten, Lichtteilchen sind Quanten, alles sind Quanten im Sinne von, dass es kleinste Einheiten gibt, die nicht weiter teilbar sind. Das gilt übrigens auch für Informationen, das gilt auch für abstrakte Konzepte. Nun, soweit ein kurzer Blick auf den Beginn. Hier, damit Sie die Perspektive sehen, die historische, im Jahr 1900 war der Beginn der Quantenphysik von Planck und auch von Einstein. Einstein war der Erste, der gesagt hat, dass Licht aus Teilchen bestehen muss. Bis dahin war das nur eine Welle, die sich ausbreitet. Also gesagt, nein, das muss aus Teilchen bestehen. Und das war reine Hypothese damals, wurde aber dann sehr elegant bestätigt. Dann dauerte es ein Vierteljahrhundert, das muss man sich mal vor Augen führen, bis durch Werner Heisenberg in Deutschland und Erwin Schrödinger in Österreich es gelang, das Ganze theoretisch zu formulieren, mathematisch zu formulieren und damit zu sehen, was da wirklich abläuft, wie man das analysieren kann. Und da zeigt man, dass das eine Riesenhürde war, wenn das ein Vierteljahrhundert dauert, bis zwei Leute draufkommen, halt das, da haben wir die und die Konzepte. Und dann begann sofort eine Debatte über die Bedeutung dieser Quantenphysik. Was bedeutet das für unser Bild von der Welt? Was bedeutet das für Wirklichkeit, unsere Rolle in der Welt und so weiter? Gab es eine berühmte Debatte zwischen Niels Bohr und Albert Einstein, auch darüber werde ich ein paar Worte sagen. Und damals ging es darum, dass man sich überlegt hat, wie würden sich einzelne Teilchen verhalten? Einzelne Lichtteilchen in bestimmten Situationen. Diese Experimente konnte man damals nicht machen. Und da haben die Leute eben Gedankenexperimente erfunden. Gedankenexperimente ist sozusagen die Annahme, ja, wenn ich das und das technisch machen könnte, wenn ich mir einen Laser bauen könnte und das und jenes und so weiter, dann würde das Experiment so aussehen. Und das hat bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts gedauert, bis man das machen konnte. Und da waren wir in Wien mit vorne dabei. Das war mir damals gar nicht, ich war damals ein junger, der Doktorand oder Postdoc. Hier ist der Name Helmut Rauch zu erwähnen am Atominstitut. Er hätte sicher auch den Nobelpreis verdient, ist leider schon verstorben. Wo wir einfach Experimente gemacht haben aus philosophischer Neugier. Ich werde darüber noch ein bisschen was sagen. Reine Neugier, sonst gar nichts. Und diese Experimente haben letztlich zum Nobelpreis geführt. Nicht? Das war ganz witzig. Es hat lange, lange gedauert. Und zwar insbesondere war wichtig, dass man in den 90er Jahren dann plötzlich, wir haben immer gesagt, das, was wir machen, ist reine philosophische Sache, dass wir, und wenn mich Journalisten gefragt haben, wozu ist das Ganze gut, habe ich gesagt, das ist für nichts gut. Da kommt nichts, das ist nur für die Diskussion. Und dann plötzlich 1990 hat sich herausgestellt, dass ich falsch war. Und alle die Pioniere damals, die jetzt den Nobelpreis bekommen haben, waren alle falsch. Plötzlich gab es Ideen für einen Quantencomputer, Quantenteleportation, also das sogenannte Beamen, Kryptographie und so weiter und so fort. Und dann in 22 gab es diese Nobelpreise für die Experimente. Hier, das war also mal die Perspektive. Hier jemand, den Sie gut kennen, der sogenannte Schrödinger, bevor er der 1000-Schilling-Schein, unten sehen Sie, die auf der Rückseite ist die Universität Wien. 1926 hat Herr Schrödinger die sogenannte Schrödinger-Gleichung aufgestellt, die das Verhalten von Quantenteilchen beschreibt. Sie brauchen nicht wissen, was die Symbole hier bedeuten. Es ist nur eines, das habe ich durch Zufall bekommen, das ist Originalhandschrift von Erwin Schrödinger, wie er das damals geschrieben hat. Und das Wesentliche jetzt ist diese Schrödinger-Gleichung. Auf diesen Phänomenen beruht der Laser, beruhen Halbleiter, damit alle Computerchips in Ihrem Handy, Herr Bürgermeister, ist diese Gleichung sicher mehr als 1000 Mal angewandt, zum Beispiel. Nicht? Aber das hat damals keiner eine Idee davon gehabt, dass es diese Anwendungen geben kann. Nicht? Und erklärt auch die Chemie, gesamte Chemie,
ist übrigens auch der Kernspintomograph, der jeden Tag viele Menschenleben rettet, nicht? Ist auch sowas. Und ja, und es gibt aber offene Fragen, nämlich das sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Ist etwas jetzt eine Welle oder ein Teilchen? Darüber komme ich noch. Ich hatte Helmut Rauch erwähnt. Hier ist ein Bild von ihm. Im Jahr 1974 hat Helmut Rauch ein Experiment durchgeführt, das absolut bahnbrechend war. Hier in Wien, auf dem kleinen, warte mal, wo geht denn da der Laser? Hat das ein Laserpointer? Da vielleicht. Ja, der ist ein bisschen schwachmatisch. Macht nichts. Nicht wichtig. Da ist der Helmut Rauch. Und da hat er so einen Neutroneninterferometer in der Hand, da oben ist das abgebildet. Im Wesentlichen geht es darum, dass man einen Neutronenstrahl, der da von rechts daherkommt, die Neutronen sind Teilchen, wir alle bestehen die aus sehr vielen Neutronen in unserem Körper, nicht? Diese Neutronen kann man auch als Welle sehen, kann man sie aufspalten auf zwei verschiedene Wege, eins hinauf, eins hinunter, und dann wieder zusammenbringen und das überlagern. Und das war eine sensationelle Leistung damals, dass man das mit Materiewellen zusammengebracht hat und nicht nur mit Licht. Nicht? Ja, ich möchte übrigens etwas auch zum Genius Lotzi Winder hier sagen. Als ich war dann längere Jahre auch in den USA zum Beispiel, und da habe ich gemerkt, da ist mir etwas abgegangen. Und zwar in Wien gab es und gibt es noch immer eine größere Offenheit als in den meisten anderen Orten der Welt, fundamentale Fragen zu stellen, sozusagen nur philosophische Fragen, nur Spinnereien sozusagen. Das geht historisch zurück auf Leute wie Boltzmann, auf den Wiener Kreis, Ernst Mach und so weiter und so fort. Und diesen Genius Lotzi gibt es noch. In den USA ist mir das vollkommen abgegangen. Mit einer einzigen Ausnahme, die Gruppe, zu der ich gekommen bin am MIT, die waren genauso Spinner, aber die waren ja große Ausnahme. Ne? Gut. Das war der Helmut Rauch. Und hier möchte ich Ihnen ein Konzept zuerst einmal vorstellen, von dem Sie hoffentlich in der Nacht nicht einschlafen lässt, oder Sie wachen plötzlich auf und sagen, das gibt's doch nicht, das ist doch nicht möglich. Okay? Und zwar folgendes. Wir haben hier oben, da steht Quelle, also da ist eine Lichtquelle. Eine Lichtquelle, kann der Laser sein oder eine Lampe, ist völlig wurscht. Und dann haben wir da unten schräg stehend dieses Ding, das ist ein Spiegel, aber es ist ein schlechter Spiegel. Es ist ein Spiegel, der nur die Hälfte reflektiert und die andere Hälfte geht durch. Okay? Und das Ganze ist ganz leicht zu verstehen. Ja, die Hälfte, das ist natürlich, wenn der Spiegel ganz schwach ist, dann geht das meiste durch. Wenn der Spiegel perfekt ist, wird alles reflektiert und irgendwo dazwischen einmal wird es halbe sein. Alles schön und leicht zu verständlich. Aber jetzt eine Frage an Sie. Was passiert, wenn ich da ein einzelnes Lichtteilchen nur kommen lasse? Wie es Einstein gesagt hat, das Licht besteht aus Teilchen. Einzelnes Lichtteilchen kommt zum Spiegel. Und was macht das arme Teilchen? Das arme Teilchen weiß, ich bin unteilbar. Wie Planck gesagt hat. Ich bin unteilbar. Das heißt, das Teilchen muss nur entweder durchgehen oder reflektiert werden. Und die Antwort ist, dieses einfache Bild ist falsch. Dieses einfache Bild ist falsch. Das Teilchen lebt, nachdem es durch den Spiegel durchgegangen bin, in einer Überlagerung von beiden Möglichkeiten. Es ist nicht reflektiert oder durchgegangen, sondern Überlagerung beiden Möglichkeiten. Und wenn ich dann das Teilchen an einer Stelle registriere, das sind Detektoren, einer Stelle registriert oder der anderen, in dem Moment, wo es da registriert, brechen die anderen Möglichkeiten alle zusammen, ganz egal wie weit weg das ist, und das Teilchen ist da. Und die Sache ist jetzt die, welcher der beiden Detektoren dann registriert. Also letztlich, ob es im reflektierten Strahl oder im durchgehenden auftritt, das ist reiner Zufall.
Da sind wir heute in der Physik überzeugt, dass es dann nicht nur, dass wir nicht nur wissen, warum das Teilchen, nicht wissen, warum das Teilchen diesen Weg geht. Das Teilchen weiß es auch nicht, niemand weiß es, ich sage immer auch der liebe Gott weiß es nicht, sondern das ist ein etwas, das geschieht ohne eine Ursache. Und das ist phänomenal. Das ist eine der großen Erkenntnisse in meinen Augen der Naturwissenschaft im 20. Jahrhundert. Dass es einen Zufall gibt, der nicht erklärbar ist, wo es keine tiefere Begründung geben kann. Einstein war übrigens der Erste, der das erkannt hat, dass es diesen Zufall gibt, und er wollte das nicht. Er hat gesagt, er ist überzeugt, dass Gott nicht mit dem Universum würfelt. Also irgendwo muss es eine verborgene Ursache geben. Daraufhin hat ihm, und da gibt es eine Reihe von Experimenten, die uns zeigen, dass das nicht möglich ist. Die Annahme eines Ursaches in etwas komplizierteren Experimenten, die Annahme, dass es eine Ursache gibt, auch wenn wir die nicht kennen, ist falsch. Ist im Widerspruch zu den Experimenten, die wir machen. Und dazu sagte ihm Niels Bohr, hören Sie doch endlich auf, dem Herrgott Vorschriften zu machen. Da ist was sehr Tiefes dahinter. Man muss die Welt einfach so nehmen, wie sie ist, wie wir sie beobachten. Und nicht verlangen, sie muss nach unseren Vorstellungen erzielen. Ich habe das übrigens auch unserem verehrten Herr Kardinal einmal gesagt, dass das ein Zufall ist, wo auch der Herrgott nicht weiß. Und Sie wissen, ich bin nicht areligiös, also sozusagen, ne? Absolut. Wo auch der Herrgott nicht weiß, was rauskommt. Und da gibt es dann so Argumente. Da sage ich, aber was gibt uns das Recht, dem Herrgott nicht die Möglichkeit zu geben, dass er die Welt so erschaffen hat, dass es den Zufall gibt? Kann ja sein, nicht? Ich glaube, da muss man offen sein. Gut. Ich darf da jetzt noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der ganz zentral wichtig ist, der berühmte Quantensprung, weil ich oft in Sonntagsreden, sicherlich nicht von Ihnen, Herr Bürgermeister, das Wort Quantensprung verwendet wird, als was besonders Großartiges. Der Quantensprung ist hier dargestellt. Wir haben einen Atomkern und da kreisen die Elektronen herum. Okay, ist ein bisschen vereinfachtes Bild, aber das reicht für uns. Und die haben dann verschiedene Bahnen, mögliche Bahnen. Und wenn jetzt ein Lichtteilchen, ein Energiequant hereinkommt, kann es ein Elektron auf eine höhere Bahn heben. Und dann kreist das Elektron da auf der äußeren Bahn herum, vorher war es auf der unteren, der zweiten äußeren Bahn herum, und irgendwann einmal fällt es wieder runter und sendet ein Lichtquant aus. Das ist der Quantensprung. Wobei zwei Dinge wichtig sind, auch für Sonntagsreden. Erstens ist es die kleinstmögliche Änderung der Energie in dem System. Also es ist nichts Großartiges. Und zweitens ist es rein zufällig. Und ich wundere mich immer, wie man auf etwas, das nichts Großartiges ist und rein zufällig ist, stolz sein kann. Gut, wie dem auch sei, Albert Einstein mochte diesen Zufall nicht. Und das ist ein Punkt, wo er zu seinen Lebzeiten noch gesehen hat, dass es nicht so einfach ist. Hier eine etwas tiefere Ansicht des Ganzen von Anatole France, französischer Literatur-Nobelpreisträger aus dem Jahr 1921 muss das sein, Entschuldigung. Nicht so automatisch schreibt man 1921. Er schreibt, Zufall ist vielleicht das Pseudonym, das Gott wählt, wenn er nicht unterschreiben will. Das ist doch sehr weise. Das ist eine sehr, sehr weise Aussage. So, das waren jetzt ein paar Dinge zum Zufall. Das Zweite, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist ein Konzept, von dem ich gerne hätte, dass ich es mit nach Hause nehme. Das Zweite ist Verschränkung. Das geht auch auf Einstein zurück, in dieser Arbeit, wir brauchen das nicht im Detail diskutieren. Albert Einstein hat rein durch theoretische Überlegungen gesehen, wenn ich zwei Teilchen habe, die miteinander wechselwirken, sagen wir wie zwei Billardkugeln. Okay?
dann ist es so, dass die auf immer, wenn sie Quantensysteme sind, auf immer miteinander zusammenhängen. Das heißt, wenn ich an dem jetzt eine Messung mache, bestimmt das die möglichen Messresultate auf der anderen Seite. Aber zweitens, jedes dieser Resultate ist rein zufällig. Das heißt, wir haben zwei rein zufällige Prozesse, die aber identisch ablaufen. Das nennt man Verschränkung. Ja, der Schrödinger hat das Verschränkung genannt. Und er hat gemeint, das ist das wesentliche Charakteristikum der Quantenphysik, das uns zwingt, von unseren liebgewordenen Vorstellungen, wie die Welt beschaffen ist, Abschied zu nehmen. Nochmal dargestellt hier mit zwei Quantenwürfeln. Das wären also Quantenwürfel. Würfel mit. Ne? Und wenn es Quantenwürfel wären, wenn ich den jetzt würfel, gibt da irgendeine Zahl, der andere gibt da irgendeine Zahl. Ne? Völlig wurscht. Da gibt zwei und der gibt auch zwei. Das Wesentliche ist, wenn das klassische Würfel steht, dann ist das Ergebnis von dem. Wenn das klassische Würfel sind, muss das Ergebnis von dem einen und von dem anderen unabhängig sein. Die liefern selber was. Wenn es quantenmechanisch Verschränkte sind, liefern sie immer das gleiche Resultat. Jedes Mal ein anderes Resultat, rein zufällig, aber gleich. Und da sagt Schrödinger, das ist einfach verrückt. Und über einen doppelten Zufall, der zusammenhängt. Da gibt es zwei Auswege. Daraus, das war also von Verschränkung bekannt, es gibt zwei Auswege. Das eine wäre, vielleicht haben die beiden Quantenwürfel einen verborgenen Mechanismus, ne, der, wo das für jedes genau vorprogrammiert ist und dass sie dann immer das Gleiche zeigen. Oder die beiden haben irgendeine Kommunikationsmöglichkeit und sagen, du pass auf, ich zeige jetzt zwei, sagt der andere, ja, ich zeige jetzt auch zwei. Irgendeine Kommunikationsmöglichkeit. Und das ist jetzt das Wesentliche des Nobelpreises, der vergeben wurde. In einer Serie von Experimenten konnten wir nachweisen, dass beide Erklärungen nicht möglich sind. Das heißt, wir haben definitiv reinen Zufall, nur hängen die zusammen. Und da gibt es eigentlich nur einen wirklichen Ausweg, dass unsere Vorstellungen von Raum und Zeit falsch sind. Dass die Tatsache, dass zwei Orte getrennt sind, vielleicht irgendein Konstrukt ist. Dass in einer tieferen Ebene es vielleicht falsch ist. Der zweite Ausweg ist auch der, dass die Beobachtung erst bestimmt, was Wirklichkeit ist. Aber das ist in dem Fall eher kompliziert, weil das geht dann auch auf klassische Systeme. Aber das ist nebenbei. Gut, weiter in meiner Geschichte. Ich habe Ihnen schon vorgestellt, was Verschränkung ist. Und das wurde, wie gesagt, 35 von Einstein eingeführt. Schrödinger hat sofort erkannt, dass da was fundamental Neues geschieht. Und dann galt das Ganze lange Zeit als eine rein philosophische Spinnerei. Wolfgang Pauli hat einmal gesagt, der österreichische Physiknobelpreis, der hat 1945, also der letzte vor mir, so lange hat es gedauert, aber hoffentlich, jetzt hat es nicht mehr lange gedauert, der zweite war gleich heuer, nicht? Gut, der Ferenc Krauss. Wolfgang Pauli hat gemeint, es hat genauso viel Sinn, sich den Kopf über diese Sache zu zerbrechen, wie über die alte Frage, wie viele Engel auf der Spitze einen Nadelplatz haben. Ja, da war der Pauli aber falsch. Ein gewisser John Bell im Jahr 1964 hat argumentiert, wenn ich verschränkte Systeme erzeuge,
In dem Falle zeige ich Ihnen da eine Quelle und da kommen zwei Photonen heraus, die miteinander verschränkt sind. Das geschieht über eine spezielle Art von Kristallen, wo man einen Laser hineinschickt und dann kann ein Photon des Lasers in zwei Lichtteilchen zerfallen und die sind miteinander verschränkt. Und die sind so miteinander verschränkt, dass sie zum Beispiel, wenn wir Polarisation sprechen, Sie kennen das alle von fotografischen Filtern und Polaroid-Brillen, dass sie immer die gleiche Polarisation zeigen, wenn sie gemessen werden. Aber das Wesentliche ist, dass es vor der Messung nicht festgelegt ist, ob sie horizontal zum Beispiel polarisiert sind oder vertikal. Das ist der reine Zufall. Das heißt, wenn es eine gemessen wird, messen es horizontal, wissen wir das andere auch horizontal. Und da kann man sagen, ja, das ist vielleicht eine schöne theoretische Erklärung, aber ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Und da kam der Herr John Bell 1964 drauf, der war Physiker am CERN. Der musste übrigens diese Arbeiten im Geheimen machen, weil das galt nur als vollkommene Spinnerei. In Wirklichkeit hat er an Beschleunigerphysik gearbeitet und so weiter. Im Geheimen hat er an dem Zeug gearbeitet, an diesem Teil. Ich habe gesagt, Moment einmal, also wenn ich jetzt da Polarisation messe, was ist, wenn ich das eine die Polarisation messe und beim anderen das Filter ein ganz bisschen drehe? Was passiert dann? Und da hat Bell festgestellt, dass die Messresultate viel enger miteinander zusammenhängen, als es mit einem klassischen Bild möglich wäre. Und das ist natürlich die Möglichkeit für Experimente. Das erste Experiment dazu hat 1974 Clauser gemacht, gemeinsam mit Friedman, der leider schon länger verstorben ist, 1974 in Berkeley. Und der musste sich alles selber zusammenglauben. Er hat damals in Berkeley ein Labor gehabt und hat an einer anderen Sache gearbeitet und seinem Professor gesagt, ich möchte so ein Experiment machen. Und der Professor gesagt, du kriegst ein Eck in deinem Labor, du kannst das aufbauen, aber ich kann dir keinen Groschen für deine Forschungen geben. Der berühmte Richard Feynman, den vielleicht einige von Ihnen kennen, hat, wie der Klaus ihm das erzählen wurde, hat einen rausgeschmissen und gesagt, you are wasting my time. Das muss man sich vorstellen, bitte. Und 50 Jahre später kriegt er einen Nobelpreis dafür. Das muss man sich wirklich vorstellen. Nicht? Der Clauser war der Erste, dann ASP. Mit Beginn der 80er Jahre hat die Experimente viel perfekter gemacht und einige offene Fragen beantwortet. Und wir haben dann auch noch dazu Experimente gemacht. Und wir drei haben den Nobelpreis bekommen. Clauser, ASP und ich. Da gibt's ein schönes Bild von John Bell selber, ich bin gerade erwähnt, über Bertelmanns Socken. Der Herr Bertelmann, ich habe schon wieder vergessen, das zu machen. Der Herr Bertelmann, ist ein Physikkollege hier in Wien übrigens, der trägt immer verschiedenfärbige Socken. Also, es muss mich erinnern, nächstes Mal, dass ich verschiedenfärbige Socken anziehe. Und wenn man den um die Ecke, und der schaut wirklich so aus wie auf dem Bild. Das heißt, wenn Sie den auf der Straße sehen, erkennen Sie ihn sicher wieder. Der schaut genau, auch mit dem Hut und so weiter. Es ist wirklich so, ja. Und wenn der um die Ecke kommt und Sie sehen einen Fuß und sehen, dass das pink ist, also rosa, dann wissen Sie, wenn Sie einen Bertelmann kennen, dass der andere Farbe nicht pink ist, weil er immer verschiedenfärbige Socken anzieht. Immer, macht er immer so. Erklärung ist einfach, er hat ja morgen verschiedene farbige Socken anzogen. Wenn das Quantensocken wären, dann wäre es nicht von vornherein klar, ob der eine Socken, sagen wir, rosa ist und der andere schwarz oder was auch immer, sondern bis zum Moment der Beobachtung, da darf aber der Bertelmann auch noch nicht hingeschaut haben, bis zum Moment der Beobachtung ist es unklar, welches was ist. Und bei der Beobachtung nimmt es plötzlich die Farbe an das andere, das Gegenseitige. Soweit ein populäres Beispiel. Ich habe Ihnen erklärt von der Verschränkung mit zwei Teilchen und Bell. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Im Jahr 1987 war ein amerikanischer Kollege bei mir auf Besuch in Wien, war damals Professor an der TU, ein gewisser Herr Greenberger, und wir haben gesagt, theoretischer Physiker, und wir haben gesagt, naja, Moment mal, was können wir denn machen? Entanglement ist spannend, wo ist eine offene Frage?
Und dann haben wir gesagt, Moment mal, alle Leute bisher haben sich in Verschränkung von zwei Teilchen angeschaut. Was ist mit drei Teilchen? Das ist eine primitive Idee, gell? Machen wir zwei, als nächstes machen wir halt drei und dann machen wir vier und so weiter und so fort, nicht? So ist es. Nun, wir haben beide Ideen gehabt, dass da irgendwas Neues passieren wird. Und es war tatsächlich so, dass der Widerspruch zwischen Realismus, einer realistischen Weltvorstellung, und der Quantenphysik bei drei Teilchen noch viel krasser ist als mit zwei. Das ist in die Geschichte eingegangen, das GHZ-Korrelationen. Und es war dann seit 1987, und das möchte ich jetzt auch sagen, was wissenschaftspolitisch vielleicht interessant ist, seit 1987 war das mein Ziel, das durchzuführen. Und das haben wir erst im Jahr 98 geschafft. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, die Tür das machen, wussten wir absolut nicht, mit welchem Verfahren, welchen Methoden wir das machen könnten. Es gab keine Idee, wie man sich die Teilchen erzeugen kann. Es gab keine Idee, wie man die genau identifizieren kann, einzeln messen kann und so weiter und so fort. Die Methoden waren nicht da. Und das Ziel war zwar theoretisch definiert, aber so eindeutig sicher war das auch nicht. Und ich habe das Glück gehabt, in dem damaligen Forschungsfördersystem das Geld zu bekommen für diese Untersuchungen und so weiter, über 10 Jahre. Heute wäre das viel schwieriger, weil heute, und da möchte ich auch den Herrn Bürgermeister bitten um seine, wirklich meine ernsthafte Unterstützung, heute, wenn man einen Forschungsantrag stellt, muss man hinschreiben, mit welchen Methoden man das erreichen will und muss genau hinschreiben, welches Ziel man erreichen will. Und das geht nicht. Bei der wirklich guten Forschung ist das einfach nicht möglich. Und es ist leider auf europäischer Ebene auch so geworden. Und dann schreibt man Riesenberichte und so weiter. Und da muss man dann schreiben nach 3 Jahren einen Bericht, was man gemacht hat. Meine Aussage ist die, wenn jemand nach 3 Jahren genau das macht, was er oder sie am Anfang beauftragt hat, dann war das rausgeschmissenes Geld. Weil da muss was Neues, Spannendes herauskommen. Da muss was Spannendes herauskommen, an das niemand damals gedacht hat. Und genauso war es in meiner Karriere. Nicht? Na gut, letztlich hat das alles zum Nobelpreis geführt, mit Clauser, Aspe und mich im Jahr 22. Hier ist John Clauser. John Clauser ist ein Segler. Er hat angeblich eine der besten Amateur-Crews in den Vereinigten Staaten. Er hat mir einmal mitgenommen, das ist unglaublich, wie professionell die agieren, das ist sagenhaft. Ne? Und hier ist Aspe, Franzose aus Südfrankreich, typischer Franzose, aber hat einen wunderschönen Weinkeller und lauter solche Dinge. Ne? Da hat er sich in der Vorort von Paris ein kleines Häuschen gekauft, das hatte keinen Keller. Und hat dann unter dem Haus runtergekommen und sich dort einen Weinkeller angelegt. Das ist unglaublich. Gut, und hier ein kleines Bild von der Nobelpreisverleihung am 10. Oktober vorigen Jahres. Da ist der schwedische König und dann links sehen Sie andere Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen unten. Oben steht ein Orchester und rechts, das sind die Mitglieder der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die über die Preise entscheiden. Also sowohl der Wissenschaftsakademie, also die Mediziner und dann auch die von der Literaturakademie. Hier noch einmal ein Bild von uns dreien bei einem Pressegespräch dann in Schweden. Nun, ich komme ganz kurz jetzt nur zu ein paar Anwendungen in der Praxis und dann komme ich nochmal zurück zu den fundamentalen Fragestellungen. Anwendung in der Praxis, eine ist Quantenkryptographie. Die Möglichkeit, dass man Nachrichten so verschlüsselt, dass sie niemand abhören kann. Absolut niemand. Nicht einmal, wenn er Zugang hat zu der Kommunikation zwischen den beiden, die Information austauschen. Und zwar ist das Wesentliche das, man verwendet da, es ist eine Methode der Kryptographie, es gibt auch andere. Das ist aber die sicherste sozusagen. Man hat eine Quelle, wenn ich das vorher gehabt habe, diese Quelle, die 2 Lichtteilchen aussendet. In diesem Fall schickt man sie, das haben wir gemacht an das Experiment noch in Innsbruck, schickt man sie über 2 und mittlerweile auch in Wien. Einmal haben wir sogar Geld überwiesen
von der damals CA-Zentrale, die gab es noch, ins Rathaus. Oder umgekehrt. Umgekehrt. Der Herr Bürgermeister hat uns 1.000 Schilling Spende überwiesen. Oder waren es 1.000 Euro, ich weiß nicht mehr. Spende überwiesen mit Quantenkryptographie. Das war die erste Banküberweisung der Geschichte. Mit Schlüsselmethoden. Gut. Also man sagt, bei Teilchen, eines kommt man zu Alice, man nennt die immer Alice und Bob, die miteinander kommunizieren. Und Alice misst, macht dann diesen Polarisationsmessungen, der Bob auch. Und jetzt habe ich Ihnen vorher gesagt, die beiden, die Resultate sind rein zufällig, aber identisch. Das heißt, auf Alice's Seite entsteht eine Folge von Zufallszahlen, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 und so weiter. Okay? Und auf Bobs Seite entsteht die gleiche Folge von Zufallszahlen. Und wenn ich jetzt diese Folge als Schlüssel verwende, dann hat der Bob den Schlüssel, mit dem er es wieder aufsperren kann. Und das Wesentliche ist, dass dieser Schlüssel nicht übertragen werden musste. Eine Lücke in allen anderen Systemen ist ja, dass der Schlüssel in irgendeiner Form von A nach B übertragen werden muss. Hier muss kein Schlüssel übertragen werden, der entsteht an zwei Orten gleichzeitig. Nun, hier das erste Experiment, das wir gemacht haben. Wir haben damals, da links unten sehen Sie die Venus von Willendorf. Deren Bild haben wir verschlüsselt über Sand. Übrigens, was glauben Sie, warum wir die Venus von Willendorf gewählt haben? Meine Mitarbeiter sind gekommen mit Bildern von dem Tarnkappenbomber oder auch irgendein Panzer oder was. Ich habe gesagt, na Herrschaften, wir brauchen etwas, das ohne irgendeinen Zweifel kein kriegerisches Symbol ist und das österreichisch ist. Gut, so sind wir auf die Venus von Willendorf gekommen. Übrigens, das wurde dann publiziert in Physical Review Letters. Das ist die top-physikalische Zeitschrift der Welt. Und mir gewundert, dass die puritanischen Amerikaner nicht gesagt haben, das geht nicht. Aber gut, so ist es. Das war, glaube ich, das einzige Mal bisher in der Geschichte. Da haben wir Pionierarbeit geleistet. Nun, was passiert in dem Verfahren jetzt, ist Folgendes. Das Bild wird in einzelne Pixel aufgelöst. Und da oben habe ich auch zwei Bilder. Alice's Key, also der Schlüssel von Alice, und rechts der Schlüssel von Bob. Und das sind genau jetzt die Bilddarstellungen, diese Zufallsfolgen. Was für billige Zufallsfolgen. Und Sie sehen, die beiden sind identisch. So, wenn Sie ein bisschen ein Muster links sehen, sehen Sie rechts das gleiche Muster. Und was ich jetzt mache, ist, ich mische Bit für Bit das Bild von der Venus mit dem Schlüssel. Dann bekomme ich das in der Mitte, das verschlüsselte Bild. Und das ist absolut sicher gegen Abhören, weil die Originalfolge zufällig war. Außer ich kenne den Schlüssel. Und der Schlüssel, den hat der Bob, weil er ja bei ihm ja gleichzeitig entstanden ist. Und er kann Bit für Bit das entschlüsseln und die Geschichte hat sich. Das ist relativ klares Verfahren und das ist jetzt eine Riesengeschichte. Es gibt alle möglichen Firmen auf der Welt, die sowas entwickeln wollen und so weiter und so fort. Der große Nachteil, möchte ich sagen, bis heute ist der, wir können zwar sicher verschlüsseln und das ist, alle Leute denken sofort an militärische Anwendungen, aber es sind, wurde mir mal gesagt, 96% der verschlüsselten Kommunikation ist zivil, industriell und weiß der Teufel was. Militärisch ist nur ein kleiner Prozentsatz. Das ist ein Faktum. Ja. Gut. Das wird jetzt entwickelt. Der einzige Nachteil ist der, dass bis heute die Datenraten sehr gering sind. Wir sprechen von 100 Kilobit oder 1 Megabit pro Sekunde. Das heißt, es zahlt sich nur dort aus, wo Sie etwas extrem Wichtiges sicher verschlüsseln wollen. Bei geringen Datenraten. Alles andere ist wahrscheinlich noch Zukunftsmusik. Nun, das zweite Anwendung, die ich Ihnen bringen möchte, ist die Teleportation. Das sogenannte Beamen, wie es dann in der Öffentlichkeit
immer genannt wurde. Und da möchte ich Ihnen jetzt sozusagen ganz kurz darstellen, weil es ist interessant für das Konzept. Das ist ein Bild von Teleportation. Wir sind Science-Fiction, Filmen auch verwendet wird und so weiter. Wissen Sie übrigens, warum dieses Beamen erfunden wurde für die Filme? Ja, genau, richtig. Um Produktionskosten zu sparen, richtig. Weil wenn irgendein Raumschiff da landet auf einem fernen Planeten und startet, das muss man irgendwie simulieren und so, und das kostet wahnsinnig viel Geld. Wenn man die rauf und runter beamt, ist viel billiger. Völlig klar. Okay? Nun, und die Idee ist die, dass man eben, und jetzt wieder ernsthafte Physik, die Idee ist, dass man erstens die Information ausliest, die ein Objekt trägt, oder zum Beispiel auch jemand, der gebeamt werden möchte. Man liest die gesamte Information aus, überträgt diese gesamte Information und setzt dann da das System wieder zusammen mit Hilfe dieser Information. Und da weiß man seit Heisenberg, durch die Heisenbergsche Unschärfebeziehung, dass sowas noch gar nicht möglich ist. Ich kann aus einem einzelnen System, das ich nicht von vornherein genau kannte, die gesamte Information auslesen, die notwendig ist, um das zu definieren, sondern nur die Hälfte. Nur die Hälfte. Und das funktioniert natürlich nicht gut. Und da haben die Leute im Film den Heisenberg-Kompensator erfunden. Heisenberg-Kompensator. Und da wurde Gene Roddenberry, der Mann, der diesen Film gemacht hat, einmal gefragt, how does the Heisenberg Compensator work? Und er hat gesagt, eine Antwort gegeben, auf die sicher auch jeder Politiker stolz sein kann. Er hat gesagt, very well, thank you. Jetzt, das Interessante jetzt ist, dass der Ausweg durch die Quantenphysik kommt. Und zwar sagt die Quantenphysik, erinnern Sie sich auch an die Verschränkung jetzt, sagt, wenn ich Information von A nach B irgendwie übertragen will, muss ich nicht unbedingt die Information da bestimmen. Ich kann die Information übertragen, ohne sie zu kennen. Und das ist der wesentliche Trick. Das geht natürlich nur in der Quantenphysik. Ohne weder ich sie zu kennen, noch irgendein Apparat, die ihr gemessen hat und so weiter und so fort. Das Prinzip ist ein bisschen komplizierter, aber ich stelle es so dar. Ich habe da von links kommend ein Teilchen in einem Zustand und das möchte ich teleportieren. Was ich mache, ich erzeuge mir einen Hilfszustand, diese beiden, die da so auseinander gehen, von zwei Teilchen, die miteinander verschränkt sind. Erinnern Sie sich? Verschränkt heißt, die beiden sind gleich, aber sie wissen noch nicht, in welcher Eigenschaft. Und was ich dann mache, ist, ich verschränke eines von den beiden, zwei gehabt, eins von den beiden verschränke, da liegt dabei Alice, verschränke ich mit dem, das ich teleportieren möchte. Wie das geht, ist eher ziemlich aufwendig. Das war eben eine der Entdeckungen, die wir gemacht haben, damit man das machen kann. Ich verschränke die beiden. Was heißt das jetzt? Es heißt jetzt, dass keines der beiden Teilchen da links noch mehr wohl definierte Eigenschaften hat. Nein, keine von denen. Aber es heißt durch die doppelte Verschränkung, dass das da drüben identisch sein muss mit dem Original. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Und in dem Fall haben wir dann die Information übertragen, ohne dass die irgendwer bestimmt hat. Das ist an sich eine geniale Idee von einer Gruppe von internationalen Kollegen im Jahr 93. Und wir haben das dann 97 gemacht. Wie die Arbeit, vielleicht auch noch was aus dem Wissenschaftsalltag, wie diese Arbeit herauskam, haben wir gesagt, alle, das ist eine typische Idee von theoretischen Physikern. Das geht nicht, das ist so kompliziert. Nicht wissend, dass wir durch unser Ziel Filteilchenverschränkung zu messen. Ich habe Ihnen vorher erzählt davon. Die Methoden dafür entwickelt haben. Wir haben daran schon gearbeitet, haben wir nicht gewusst. Und dadurch haben wir aber die Nasenerfahrung gehabt gegenüber den Amerikanern zum Beispiel. Nicht? Gut.
Da haben wir Teleportation dann auch über die Donau gemacht. War ein ganz nettes Experiment von einer Seite auf die andere Seite durch diesen Düker, diesen Kanal. Da unten sieht man einen Querschnitt von dem Kanal, der die beiden Seiten der Donau miteinander verbindet. Da haben wir ein kleines Glasfaserkabel hineingelegt und haben neben dem ganzen Transport von anderen Dingen auch verschränkte Teilchen transportiert, quer über die Donau und die andere. Und das ging dann weiter über die Kanarischen Inseln. Eine der interessantesten Konsequenzen war dann unser Experiment gemeinsam mit China. Ich habe mich seit der Mitte der 2000er Jahre bemüht, hier in Österreich oder Europa ein Projekt für einen Satelliten, Quantensatelliten zu machen, sodass wir diese Informationsübertragungsmöglichkeiten auf einer weltweiten Skala machen können. Und es gelingt mir nicht, man verwendet immer das Zauberwort Bürokratie, ich weiß nicht, ob es Bürokratie war oder was auch immer, es gelang mir nicht, die verschiedensten Stellen auf europäischer Ebene zu überzeugen. Und plötzlich eines Jahr 1908 ruft mich mein ehemaliger chinesischer Doktorand an und der hat dort hat gesagt, der ruft mich an, we are planning to build a quantum satellite. Do you want to collaborate? Und meine erste Frage ist, how much money do you have? Er hat gesagt, that is a very good question. It's $100 million, but that is just a number. Also es war das Ziel, das als erstes zu bauen. Und das ist eine schnelle Entscheidung, die ich mir auch auf europäischer Ebene oft wünschen würde, muss ich ganz klar sagen. Ne? Und dann haben wir vereinbart, wir kollaborieren unter zwei Voraussetzungen. Erstens, wir entwickeln unsere eigene Technologie, nämlich für die Bodenstationen selber, ganz unabhängig. Und ihr baut den Satelliten selber, ganz unabhängig. Und wir tauschen keine Informationen darüber aus, völlig unabhängig. Und zweitens, wir finanzieren alles selber mit eigenen Mitteln, ihr finanziert eures, keinerlei Verbindungen. Und drittens, also die dritte Bedingung war, alles wird publiziert. Was wir gemeinsam machen, ist keine geheime Forschung. Was ihr mit dem Satelliten sonst macht, das ist eure Sache, aber was wir gemeinsam machen, es wird publiziert. Und da haben sich die Kollegen in China vollkommen daran gehalten. Das hat die ganze Zeit funktioniert. Und hier gab es dann einmal ein Quantentelefonat, wo man für die Leute, die sich auskennen, das Video, wo ein Video verschlüsselt wurde, aber in dem Fall war es sozusagen der Schlüssel, mit dem das Video verschlüsselt wird, der wurde durch Quantenmethoden ständig geändert, automatisch. Und da hinten sieht man den Präsidenten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften links. Rechts sieht man meine Wenigkeit und im Rücken den Herrn Rektor Engel von der Universität Wien. Das hat geklappt, war eine wunderschöne Sache. Und da habe ich sogar auf die Titelseite der Kronenzeitung geschafft. Das ist. Das ist ein Modell des chinesischen Satelliten. Ah ja, und links unten steht was Lustiges. Wahlkampf geht bis an das Limit. Als ob das eine Neuigkeit wäre. Gut, aber mir geht es nicht schon an, ich bin kein Politiker. So, ich komme zurück zur fundamentaleren Fragestellung. Wir sind gleich am Ende. Ein berühmtes Beispiel ist die berühmte Schrödingers Katze, die wird immer wieder diskutiert. Das Schema ist relativ, wurde von Erwin Schrödinger erfunden, auch 1935, als ein absurdes Beispiel, wie verrückt die Quantenmechanik ist, wenn sie überall gelten würde. Er sagt, naja, stellen wir uns vor, da hat man das Strahlensymbol da an der Wand, da ist ein einzelnes Atom drinnen, das nach einiger Zeit zerfallen kann. Radioaktives Atom. Wenn es zerfällt, dann löst, gibt es einen Hebel, also einen Hammer gibt es, und da gibt es das Grüne ist Gift, und da ist links ist die Katze.
Solange das nicht zerfällt, ist die Katze wunderschön am Leben. Wenn es zerfällt, fällt der Hammer runter, das Gift wird freigesetzt, die Katze ist tot. Okay? So weit, so schön und gut. Jetzt sagt der Schrödinger, aber die Quantenphysik lehrt uns, dass das Atom nicht eindeutig zerfallen ist oder nicht, sondern in einer Überlagerung von beiden Möglichkeiten. Wenn die Quantenphysik universell gilt, muss das auch für den Hammer gelten. Wenn die Quantenphysik universell gilt, muss das auch für den Glasbehälter gelten, dass da eine Überlagerung von beiden ist und auch für die Katze. Okay? Soweit ist dieser Schluss logisch korrekt und nicht zu widerlegen. Problem tritt nur auf, wenn man sich jetzt fragt, na, was ist wirklich der Fall? Und jetzt ist es so, dass bis zu dem Moment, wo wir die Box öffnen, wo die Katze drinnen ist, haben wir von einer Überlagerung von zwei möglichen Wirklichkeiten zu sprechen. Ähnlich wie vorher die Überlagerung, wie das Teilchen da auf den Spiegel kam und recht gehen, sich entscheiden musste, rechts zu gehen oder durchzugehen. Eine Überlagerung von beiden Möglichkeiten. Aber nicht eine der beiden. Wir können nicht sagen, was der Fall ist. Und das ist das Wesentliche. Die Quantenphysik ist in dem Fall nicht mehr über das, was tatsächlich Wirklichkeit ist, sondern über das, was gesagt werden kann. Wobei die Katze selber, weiß nicht, was die weiß, gute Frage. Das Interessante ist, Niels Bohr hat es schon mal ausgedrückt, kein Phänomen, also ob die Katze jetzt stirbt oder nicht zum Beispiel, ist ein Phänomen, außer es ist ein beobachtetes Phänomen. Das heißt, ohne unsere Beobachtung hat es keinen Sinn, über die Phänomene zu sprechen. Und da gräbt sich die tiefere Frage, da habe ich jetzt zweimal das gleiche Bild, weil ich eins gelöscht habe und dann das wieder reinkopiert und das war das Falsche. Jetzt erzähle ich Ihnen, was das gelöschte Bild sagt. Und da gab es, also Albert Einstein hat immer gesagt, die Physik muss eine Beschreibung der Wirklichkeit liefern. Einer unabhängig von uns existierenden Wirklichkeit. Und Niels Bohr hat gesagt, die Physik kann nur über das sein, was über die Welt gesagt werden kann. Und da gibt es eine berühmte Frage, das war das Bild gewesen, wo Albert Einstein ihn einmal gefragt hat, sein Spaziergang, da war der Mond oben. Und Albert Einstein hat gesagt, glauben Sie wirklich, dass der Mond nicht da ist, wenn keiner hinsieht? Daraufhin hat der Bohr eine fantastisch gute Antwort gegeben und gesagt, beweisen Sie mir doch das Gegenteil. Und da ist sehr viel Tiefes drinnen. Da ist sehr viel Tiefes drinnen. Nun, ich komme zu meinem letzten Bild im Rahmen des Vortrags. Die Frage, die ich mir jetzt stelle seit einigen Jahren, und das wird jetzt immer interessantere Frage in der wissenschaftlichen Community, warum haben wir Quantenphysik? Warum ist das so? Gibt es einen tieferen Grund? Und das hängt damit zusammen, dass wir uns die Frage stellen, was ist die Beziehung zwischen Wirklichkeit und Information? Normalerweise glauben wir ja, wenn wir da was sehen, beziehen wir Information und diese Information ist sekundär. Primär ist die Wirklichkeit da. In der Quantenwelt kann es so sein, das ist meine Überzeugung, dass die Möglichkeiten dessen, was gesagt werden kann, bestimmt, was Wirklichkeit sein kann. Das heißt, Information und Wirklichkeit sind nicht unabhängig voneinander. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich bin überzeugt, dass Information der wirkliche Urstoff des Universums ist. Das wurde schon einmal gesagt. Für die von Ihnen, die es kennen, der Beginn des Johannes-Evangeliums lautet, im Anfang war das Wort. Das ist im Prinzip das Gleiche, Wort oder Information. Hier mein letztes Zitat. Albert Einstein hat einmal gesagt, gegen Ende seines Lebens, ich möchte wissen, wie Gott diese Welt erschaffen hat.
Ich bin nicht an dem einen oder anderen Phänomen interessiert. Ich möchte seine Gedanken kennen, alles Übrige sind nur Einzelheiten. Das ist eine wunderschöne, sehr tiefe Aussage. Und ganz zum Schluss ein kleines bisschen Werbung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier sind drei Bücher von mir abgebildet. Das links unten ist auf Deutsch, Einsteins Buch. Das kommt übrigens demnächst in einer Neufassung heraus. In der Mitte die englische Version, Dance of the Photons. Und rechts die französische Version, Le Bal des Photons. Die beiden sind vor kurzem rausgekommen. Und ich finde das französische Titelbild finde ich einfach schön irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen nochmal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Anton Zeilinger, für den Vortrag. Wenn Sie vielleicht Platz nehmen möchten, wir haben hier auch ein Mikrofon vorbereitet, ja, weil Sie ja so lieb sind und sich bereit erklärt hatten, dass Sie anschließend an den Vortrag sich jetzt noch gerne Zeit nehmen und Raum geben für Fragen aus dem Saal. Und bevor wir damit durchstarten, erlaube ich mir ein paar Anmerkungen. Ist das eine Kamera? Ist das da eine Kamera? Das ist jetzt eine... Ich brauche den Finger drauf halten, bis jemand schreit, dann wissen wir, es ist eine Kamera. Da bin ich gespannt, was uns da dieses Experiment was bringt. Was? Und wer beobachtet? Ja genau, wer beobachtet? Ja. Ich nicht, ich beobachte nicht. Möchte Technik da was dazu schon sagen, müssen wir uns irgendwie verändern? Damit ist ein Mikrofon für den Stream. Nein, mich stört das überhaupt nicht. Ich war nur neugierig, ich beobachte die Welt unter mich und war neugierig, was das ist. Sehr gut, sehr gut. Zeit für Fragen. Ich möchte sagen, es verteilen sich jetzt gerade ein paar KollegInnen aus der VHS, sowohl hier herunten im Saal als auch oben auf der Galerie und stehen gern zur Verfügung, wenn Sie mit Ihren Fragen zur Diskussion beitragen wollen. Ich denke, ein einfaches Handzeichen wird genügen, aber folgende Anmerkungen möchte ich noch machen. Zum einen möchte ich Sie bitten, sich eher kurz zu halten, damit wir für viele Wissbegierige und für viele Fragen die Chance haben. Zum anderen schlage ich vor, dass Sie Ihre Fragen formulieren, ohne Ihren Namen zu nennen und ohne sich vorzustellen, zumal wir ja den Stream laufen haben, an den möchte ich erinnern. Und diesen Stream, auch danke dafür, das ist eine wunderbare Möglichkeit, den gibt es nicht nur jetzt live, sondern der wird erhalten bleiben. Er ist also auch später noch anzuschauen und anzuhören. Und sonst ziehen Sie mit Ihrem Namen und Ihrer Vorstellung drauf. Und das können wir später auch nicht mehr ändern. Das ist aus einem Guss und da können wir nicht mehr dran herumschneiden. Diese Anmerkungen meinerseits. Gut, die Kolleginnen, glaube ich, stehen da schon am Rand. Da sehe ich zum Beispiel eine stehen. Hier ist eine Person, da oben zeigt sich eine Kollegin mit Mikrofon und da geht auch schon die erste Hand hoch. Darf ich da jemanden hinbitten und den Vortragenden dann darauf einzugehen? Ich hätte, das ist laut, eine Frage. Die Terminologie Beobachtung finde ich etwas immer verwirrend. Es geht ja darum, dass das gerade irgendwie gestört wird. Und Sie haben gesagt, dass man eben auch quasi diese Teleportation machen kann und dass man das mit einem dritten Objekt quasi auch verschränken kann. Wie kann das dann nicht gestört werden? Also wann kann das System quasi eine kohärente Interaktion haben? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ich habe es akustisch also, nicht ganz verstanden. Können Sie vielleicht das Mikrofon näher ranhalten? Ja. Okay, es geht darum, dass wenn Teilchen beobachtet werden, gibt es eine Interaktion mit von außen, werden sie halt gestört. Und Sie haben gesagt, bei Teleportation schaffen Sie quasi beim A-Teilchen eine Korrelation, die noch im Quantenzustand ist,
und das B-Teilchen spürt es irgendwie. Aber wieso wird es dann nicht, wieso kollabiert dann nicht die Wellenfunktion? Wieso, wie funktioniert das? Also das Wesentliche ist, die Beobachtung erzeugt als ersten Schritt eine Verschränkung zwischen dem beobachtenden System und dem Quantensystem. Im Falle der Teleportation ist es so, dass ich diese die zwar teleportieren kann, ich verschränke diese beiden Teilchen, aber ich beobachte nur eine gemeinsame Eigenschaft. Ich beobachte nur die Frage, seid ihr identisch, ja oder nein? Aber und diese Frage kann ich beantworten, ohne dass ich weiß, in welcher Eigenschaft die identisch sind. Das ist das Erstaunliche. Wieder genauso verblüffend. Ich kann etwas, eine Aussage über eine Beziehung von zwei Systemen machen, ohne dass deswegen die beiden Systeme festgelegt sind. Dankeschön. Viele Hände gehen hoch. Magst du da mal in der ersten Reihe, zweiten Reihe, genau, das war schon ganz zu Beginn. Dann kündige ich schon an, dass da in der Mitte später ein paar Hände versorgt werden müssen. Guten Abend. Ich habe eine Frage zu Ihrem Doktoranden Jianwei Pan. Näher ranhalten, bitte. Also es ist bekannt, dass das chinesische Militär große finanzielle Ausgaben hat. Bloomberg hat vor kurzem berichtet, dass sie wohl sich bei 700 Milliarden US-Dollar befinden, also mit dem amerikanischen Militär durchaus ebenbürtig. Und Ihr Doktorand Jianwei Pan hat ein hohes politisches Amt in China inzwischen inne. Sie sind darauf schon zweimal eingegangen in Ihrem Vortrag, aber ich würde gerne fragen, sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie keinen signifikanten Beitrag dazu leisten, dass das gefährlichste Militär auf diesem Planeten uns möglicherweise militärisch, technologisch überlegen ist? Also ich bin mir über eines sicher, dass in unserer Kollaboration keinerlei Technologie von uns nach China ging. Weil, wie ich erwähnt habe, wir entwickeln das ganz selbstständig und wir haben darüber nicht kommuniziert. Das heißt, China entwickelt die Dinge selber, unabhängig von uns. Und ich möchte vielleicht ein bisschen einen globalen Aspekt reinbringen. Ich bin überzeugt, dass die Vereinigten Staaten in der Geschichte bei weitem die Nase vorne haben. Nur ist es dort classified, das erfährt man nicht. Man merkt nur plötzlich, dass Kollegen, wie immer, schon immer wieder publiziert haben, plötzlich nicht mehr publizieren. Das ist halt so. Ich meine, das möchte ich nicht beurteilen. Das ist halt so. Da gibt es eine Dame, die schon lange mit den weißen Haaren, die schon lange den Arm auf der Seite, die schon lange den Arm hoch. Stefan geht ja genau da, ein bisschen noch, drei Reihen weiter vor. Und ich sage gleich nochmal für alle, vielleicht technisch, dass Sie vom Mikrofon eher von oben drauf sprechen. Also nahe, ja bitte nahe, das wurde schon erwähnt. Gerne auch trauen mit der Lautstärke, aber von oben drauf. Danke. Man muss fast reinbeißen. Ja, ja, das ist ein guter Hinweis. Also ich sehr praktikabel. Ich wollte fragen, Sie haben gesagt, wenn Sie messen, gibt es die Entscheidung zum Beispiel, dass das also beide senkrecht sind oder beide waagrecht. Ergibt es bei einer neuerlichen Messung das gleiche Ergebnis? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. In dem Moment, wo ich die Messung durchführe, bricht die Verschränkung zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt gemessen habe, dass die horizontal polarisiert sind, werden sie bei jeder weiteren Messung auch horizontal polarisiert sein. Da gibt es dann keinen Zufall mehr. Und auf der anderen Seite auch so. Gibt es auch keinen Zufall mehr. Eine Unterschrift, ja. Ich glaube, das machen wir dann besser raumzeitlich verzögert. Das machen wir dann später. So, da drüben gehen Hände hoch. Da darf ich vielleicht, ja, genau. Gibt es einen Austausch von Ihren Expertinnen mit Künstlerinnen und Philosophinnen? Ja. Also, wenn man vielleicht ein bisschen konkreter sein darf,
also schon einige, ein paar Mal haben mich Künstler besucht, Künstlerinnen, und haben sich die Sachen angesehen und wir haben dann öfter mit denen diskutiert über diese Dinge. Auch Philosophen, ich hatte sogar einmal ein Programm, wo ich Philosophen aus der ganzen Welt konnten sich die bewerben, zu uns zu kommen und einige Zeit mit uns zu verbringen. Und das Phänomen ist, es gibt ein doppeltes Phänomen. Zum einen gibt es ein Phänomen, dass die meisten oder fast alle Philosophen in ihren Ansichten weitaus konservativer sind als die Quantenphysik. Es ist wirklich, es ist bedauerlich, aber es ist so. Das heißt aber, wenn die jetzt ein paar Monate bei uns mitgearbeitet haben und das im Labor sehen, dann ändert sich die Meinung. Zu der anderen Seite, zu Künstlern ist das Problem manchmal das, dass man da dann von irgendwelchen Energieströmen, Energiefeldern redet und solchen Dingen, die auch keinerlei wirkliche Begründung haben. Und ich sage auch dort immer, die Quantenphysik ist so verrückt, das muss man sich mal wirklich genau durch den Kopf gehen lassen. Und das reicht nicht, dass man nur Assoziationen bildet. Aber wir sind offen für sowas, wenn wir Zeit haben. Danke. Ich beziehe mich auf das Bild ganz am Anfang mit dem halbdurchlässigen Spiegel. Also das Photon kann auf den einen oder anderen Detektor auftreffen und damit wird die Überlagerung beendet. Was ist, wenn dort kein Detektor ist? Das eine, es kann auf die Wand und auf den Boden auftreffen. Was passiert dann mit der Überlagerung? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Superposition zwischen beiden Möglichkeiten, der und der, wenn das jetzt auf eine Wand auftrifft oder da auf eine Wand, dann sind halt die Atome in der Wand in einer Superposition, obwohl sie über lange Strecke geteilt sind. Die Superposition bricht erst dann zusammen, wenn die Information in irgendeiner Form registriert wird, klassisch registriert wird, mit großen Systemen registriert wird. Aber auch das ist eine schwammige Definition. Da wissen wir eigentlich noch nicht wirklich heute, wo die Grenze ist. Wäre nicht die Wand selbst so ein klassisches großes System, das die Überlagerung beendet? Was jetzt? Wäre nicht die Wand selber so ein großes System, das die Überlagerung beendet? Es geht darum, ob das, was dort passiert, im Prinzip umkehrbar ist, also reversibel ist, ja oder nein. Und die Frage, ob etwas reversibel ist, ist eine Frage der Technologie und nicht eine fundamentale Frage. Also wenn das Photon auftrifft auf die Wand, das ist nicht reversibel, weil rauskommen kann es nicht wieder. Das wird in Wärme die Energie wird in Wärme umgewandelt. Wenn es in Wärme umgewandelt wird, dann wird es schwierig mit der Reversibilität. Ja. Okay, danke. Weiter hinten im Saal haben wir jetzt eine Frage. Mhm. Ja, Sie sind in Ihrem Vortrag nicht auf Many Worlds Theorien eingegangen. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren und ob Sie auch Möglichkeiten sehen, Experimente irgendwann einmal zu entwickeln, die entweder Beweise oder keine Indikate für solche Theorien liefern. Danke. Also die Many-Worlds-Theorie ist eine Interpretation. Das heißt, es ist keine alternative Theorie. Das heißt, es kann gar keine Experimente geben, die das beweisen. Und das wird auch durchaus konzertiert. Früher gab es noch Diskussionen dazu, aber das ist jetzt klar. Für mich ist die Many-Worlds-Theorie, die sozusagen sagt, in dem Beispiel mit dem Spiegel, dass beide Möglichkeiten sich manifestieren in zwei verschiedenen Welten. Das heißt, die Welt aufspaltet in zwei Möglichkeiten.
und dann wieder aufspalten und so weiter. Für mich ist es eigentlich nur der Versuch, das Bild von einer Realität, von der Wirklichkeit aufrechtzuerhalten und die fundamentalen Konsequenzen, nämlich dass man grundsätzlich das nicht weiß, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Dankeschön. Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie gut. Eine Frage zur Quantenkryptographie. Sie haben das erklärt, wenn das verschränkte Teilchen ein Teil bei Alice, ein Teil bei Bob, dann ist das Ganze abhörsicher. Was ist, wenn da ein Bösewicht das Teilchen ursprünglich dreiteilt oder sie gar ein Teilchen zu Alice teleportieren, das mit einem Teilchen von ihnen verschränkt ist? Kann man so das kryptografische Verfahren angreifen? Also wenn das kryptografische Verfahren, das ist eine sehr gute Frage, wenn es tatsächlich nur so einfach wäre, wie ich es erklärt habe, dann ja. Aber jetzt kommt sozusagen ein Trick dazu. Der Trick ist der, dass Alice und Bob nicht nur sozusagen so horizontal messen, und entlang der Achse, sondern selber herumschalten zwischen verschiedenen Achsen und die anderen auch zufällig herumschalten mit verschiedenen Achsen. Und wenn da jetzt ein Abhörer hineinkommen würde, müsste er wissen, entlang welcher Achse das definiert ist. Das kann er nicht wissen. Und die schalten zufällig herum, da tauschen dann Informationen darüber aus, wann sie welche Achsen gewählt haben. Und dort, wo sie zufällig die gleiche Achse gewählt haben, da ist dann der Schlüssel. Und wenn der Abhörer dahin abhört und eine andere, weil der weiß nicht, was war, der kann durchaus eine andere Orientierung wählen, dann bricht er die perfekte Korrelation. Dann wissen die beiden sofort, es funktioniert, weil sie publizieren dann öffentlich ein paar wenige Bits ihres Schlüssels, ein paar Prüfbits, ganz wenige. Und wenn die nicht perfekt zusammenhängen, dann schmeißen sie den Schlüssel weg und verwenden ihn gar nicht. Kam an, mir scheint. Nadja, darf ich dich bitten, in der ersten Reihe hätten wir am dritten Platz. Aha, das Mikro ist da oben, oder? Es gab oben. Okay, jetzt sehe ich es. Mhm. Dann machen wir vielleicht, wenn das schon eher war, danke für den Hinweis, das oben, und dann kommen wir in die erste Reihe. Ja, ja, ich habe eine sehr triviale Frage. Und zwar, wie zum Teufel kann man nur ein einziges Photon zu einem halbdurchlässigen Spiegel senden, wobei das Photon, abgesehen davon, dass es masselos ist, auch noch als elektromagnetische Welle auftreten kann? Was für ein Gerät ist es? Wie machen Sie das? Das ist genau die Frage, warum es 50 Jahre, 60 Jahre gedauert hat. Ja, das ist so. Wodurch wurde das möglich gemacht? Es wurde dadurch möglich gemacht, dass ich im Prinzip einmal kann ich das Licht eines Lasers so weit hinunterdrehen, dass nur mehr ein Teilchen im Durchschnitt pro Minute herauskommt. Das geht, und das setzt voraus, dass ich sehr, sehr gute Detektoren habe, mit denen das Teilchen dann tatsächlich nachweisen kann. Und auch das ist eine Entwicklung, die erst in den 70er, 80er Jahren funktioniert hat. Und die ultimative Möglichkeit ist, dass ich mir ein Teilchenpaar erzeuge, wie ich es vorher erklärt habe, über einen speziellen Kristall, aber jetzt nicht verschränkt, sondern ich stelle nur fest, durch einen Detektor, da ist ein Teilchen auf der einen Seite, dann weiß ich, auf der anderen ist ein einzelnes Teilchen da. Und mit dem kann ich dann tun, was ich will. Und das Interessante ist, die optische Ausbreitung mit Spiegeln und alles das funktioniert für einzelne Teilchen genauso wie für einen starken Lichtstrahl. Das ist im Prinzip dasselbe Ding, aber es geht um die Erzeugung und um den Nachweis. Und das war erst in den 70er, 80er Jahren möglich. Ja, ich habe immer geglaubt, dass bei einem Elektron das Spin die Drehrichtung ist. Das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht, oder?
Da streiten sich die Leute herum. Für eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das Spin ein mehr abstraktes Konzept. Das Spin selber ist nicht orientiert an einer Richtung, sondern unterliegt einer Unschärfe von gewissen Kegeln und so weiter und so fort. Aber der Gesamtspin ist genauso erhalten wie der Gesamtdrehimpuls und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, meine Meinung ist sowieso, dass man es aufgeben muss, sich von diesen Dingen anschauliche Bilder zu machen. Auch vom einzelnen Teilchen jetzt. Ich darf nicht drüber reden, ob das ein Teilchen oder eine Welle ist, weil damit erzeuge ich schon alle möglichen Vorurteile, alle möglichen Erwartungen und so weiter. Ich darf nur im Sinne von Bohr über die beobachteten Dinge sprechen. Der Detektor hat gesagt, klick. Der Detektor hat gesagt, aha, und die beiden hängen vielleicht zusammen, aus. Du sollst dir kein Bild machen von diesen Dingen. Aber komischerweise kann man es verstehen. Das ist ganz interessant. Und wenn, übrigens wollte ich sagen, falls Sie sich der Mühe unterziehen, eines meiner Bücher zu lesen, nur einen Tipp habe ich. Der ist folgender. Also meine Bücher haben Mitglieder meiner Familie auch gelesen, bevor ich es publiziert habe. Es ist natürlich zum Teil kompliziert, aber ein kleiner Tipp. Wenn Sie wo hängen bleiben, blättern Sie weiter zum nächsten Kapitel, lesen es dort und wenn Sie wieder hängen, wieder weiter. Und dann beim zweiten Durchgang, da kriegen Sie dann ein gewisses Bild schon. Und beim zweiten Durchgang geht es viel leichter. Ja, das ist wirklich so. In der ersten Reihe haben wir eine Frage. Okay. Die Frage nach Künstlern und Philosophen ist schon gestellt worden. Mich würde wahnsinnig interessieren, die Frage nach Theologen. Was sagt die Theologie zur Quantenphysik? Beziehungsweise gibt es sinnvolle, interessante Dialoge zwischen Quantenphysik und Theologie? Gott scheint ja da immer irgendwie im Spiel zu sein. Gott würfelt nicht, Gott würfelt doch. Was gibt es da für spannende Konstellationen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mein Dialog mit Religionen begann interessanterweise mit dem Dalai Lama. Ich wurde eines Tages eingeladen, zu ihm in seine Residenz zu fahren, in Dharamsala in Indien. Gemeinsam, ich war der einzige Europäer, es waren vier Amerikaner auch dabei, also Wissenschaftler verschiedener Richtungen und so. Und da haben wir diskutiert über diese Dinge. Und Sie müssen sich vorstellen, sozusagen mein erster Kontakt mit Buddhismus war der, dass ich eines Morgens da sitze am Tisch und da sitzt der Dalai Lama und er sagt mir, ja, ich soll ihm erzählen, was an der Quantenphysik so interessant ist. Und da war doch hat sich eine sehr, sehr interessante Diskussion entwickelt, wo so eine Quintessenz ist, dass es durchaus Parallelen gibt, die aber zum Teil, glaube ich, im Nachhinein konstruiert sein mögen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Da gab es dann die Behauptung, das war nicht von Dalai Lama, sondern von anderen buddhistischen Gelehrten, die gesagt haben, das und das Phänomen haben wir in unserem Zugang auch schon gefunden. Dann habe ich dann gesagt, ja, wenn das so ist, dann ist es doch äußerst unwahrscheinlich, dass wir und ihr genau gleich weit seid. Wahrscheinlich habt ihr irgendwo die Nase vorn. Teilt mir ein Phänomen hin mit, das wir noch nicht gesehen haben, und ich gehe ins Labor und check das. Und das ist leider nicht erfolgt. Wobei ein wesentlicher Punkt auch der ist, die Diskussion, ja, ich habe ihn dann noch zweimal getroffen, diese Diskussionen waren immer sehr tiefgehend, ich habe das sehr geschätzt. Ein wesentlicher Punkt ist der Zufall, der reine Zufall, wäre zumindest für den Madhyamaka-Buddhismus, den der Dalai Lama vertritt, nicht akzeptierbar. Denn man spricht dort von einer ununterbrochenen Folge von Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung und so weiter. Und die Quantenphysik sagt, nein, das geht nicht. Und da hat er eine sehr interessante Aussage getroffen. You have to look closer, maybe you find it. But if you tell us that it's definitely not there, we have to change our teaching.
Und das ist unglaublich flexibel. Und als Folge dessen muss ich eines sagen, ich wurde dann interviewt, als ich heimkam und habe gesagt, im Rundfunk damals, ich würde gerne auch mit Vertretern meiner Religion, also katholischen Bischöfen und so weiter sprechen. Ein paar Tage später kriege ich einen Anruf von Franz Lackner. Der war damals der Chef der Franziskaner in Österreich, hier in Wien in der Franziskanerkirche. Ja, kommen Sie vorbei, diskutieren wir. Und diese Auseinandersetzung mit Lackner geht bis heute weiter. Er ist ja mittlerweile der Erzbischof von Salzburg und der Chef der Bischofskonferenz und so weiter. Diese philosophischen Diskussionen gehen bis heute weiter. Dankeschön. Der Blick geht jetzt hinter in den Saal, genau von uns aus gesehen rechts. Ja, da meldet sich eine Person. Ich möchte mich nur melden, weil ich mich sehr gefreut habe, dass mein Vorredner genau die Frage gestellt hat, die ich auch fragen wollte. Und der Herr Professor Zeilinger jetzt noch spezifiziert hat, nämlich Judentum und Christentum. Gibt es abgesehen von persönlichen Kontakten auch einen Kontakt zu theologischen Instituten, Fakultäten oder Studierenden, sei es in Österreich oder darüber hinaus? Das Judentum habe ich nicht erwähnt vorher, aber ich habe auch mit einem Kollegen, der am Weizmann-Institut ist, ein Top-Physiker, der ist auch sehr religiös interessiert, in der jüdischen Tradition, mit dem habe ich schon einige interessante Diskussionen geführt, über Institutionen. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich meine, der Wissenschaft ist das Wesentliche, immer der Einzelne, würde ich sagen. Wenn ich mit einzelnen Leuten diskutieren kann, super. Aber es gibt Einladungen. Ich habe schon bei Institutionen, ich war vom Stift Melk, war ich mir eingeladen, dort mit jungen Priesterkandidaten zu diskutieren. In Innsbruck werde ich demnächst mit der katholischen Hochschulgemeinde ein bisschen diskutieren und so, ja. Aber ich möchte offiziell die Institutionen in keiner Weise da in die Quere kommen, nicht. Wir geben ein Mikro in der Mitte vom Saal, wurde gerade vergeben, ja? Hallo, ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt zwei Teilchen habe, A und B zum Beispiel, und die haben einen Spin, also einen Eigendrehimpuls, und ein Spin ist eben ein, also links Trainerspin und eins ist ein Rechtstrainerspin. Und diese Teilchen sind verschränkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den linksseitigen nach rechts ändere, dann ändert sich der andere automatisch eben auch. Und wenn ich jetzt... Nein. Aber gut, stellen Sie Ihre Frage, ja? Genau, und wenn die jetzt verschränkt sind und ich entferne die beiden Teilchen, also zum Beispiel unter Anführungszeichen auf die eine Seite vom Universum und das andere auf die andere Seite. Und dann ändere ich eben den einen Spin. Dann ändert sich ja automatisch der andere auch. Und meine Frage ist jetzt, laut Einsteins spezieller Relativitätstheorie, also E ist mc², ist ja nicht schneller als Licht. Aber wenn sich diese Information dann sozusagen automatisch ändert, dann müsste das ja theoretisch schneller als Licht sein, oder? Ja, dazu kurz zurück zur Verschränkung selber. Wenn ich ein Spin habe, nicht verwendet, aber es ist ein gutes Bild. Der Spin kann rechts oder links drehen sein. Hier auch rechts oder links drehen. Die Verschränkung sagt mir nicht, dass ich, wenn das jetzt links drehend ist, dass das andere A links drehend ist, und wenn ich das ändere, wird das andere auch geändert, sondern die Verdrehung, Verschränkung sagt, dieses Teilchen weiß nicht, ob es sich nach rechts oder links dreht. Das ist rein zufällig dann bei der Beobachtung. Und in dem Moment, wo ich finde, dass das rechts drehend ist, ist das andere auch rechts drehend, aber ich kann das Ergebnis hier nicht beeinflussen. Ich kann nicht sagen, das Resultat soll rechts oder links sein, sondern es ist rein zufällig. Und auf der anderen Seite kriegt er auch zufällig rechts oder links.
und kann aber aus dem keine Information herauslesen, weil der Sender das nicht beeinflussen konnte. Erst wenn sich die beiden, wenn die Aufzeichnungen machen, die beiden, und die treffen sie im Kaffeehaus, dann stellen sie plötzlich fest, heute, also unsere Resultate waren ja immer identisch, wie gibt's denn das? Aber es ist nicht so, dass sie aufgrund der Tätigkeit hier dort was ändert. Das wäre ja tatsächlich Buchmann-Einstein. Wobei das Wesentliche jetzt, das Interessante jetzt da ist, wenn Sie an Teleportation denken, wird der Quantenzustand hier tatsächlich instantan auf der Stelle hinüber übertragen, beziehungsweise er kann sogar in die Vergangenheit übertragen werden. Sie können in die Vergangenheit teleportieren, nur ist es so, dass die Information dort in einer verschlüsselten Form ankommt. Und für diese verschlüsselte Form muss ich zusätzlich, das habe ich im Vortrag nicht erwähnen können, zusätzlich eine klassische Information übersenden, wie der andere das messen muss. Diese klassische Information enthält aber keinerlei Aussage über das, was ich teleportiere. Das ist wirklich irgendwie total spannend. Also ich hätte gerne gewusst, was Einstein sagt. Einstein mochte ja Verschränkung nicht und er mochte auch den Zufall nicht. Und letztlich rettet der Zufall die Relativitätstheorie. Ohne den Zufall könnten wir die schneller als mit Licht kommunizieren. Und ich würde viel darum geben, Einsteins Reaktion darauf zu bekommen, dass etwas, das er absolut nicht mochte, nämlich der Zufall, seine Relativitätstheorie rettet. Davor, dass sie verletzt wird. Das wäre total spannend, seine Meinung zu hören. Ich glaube, es ist nicht so einfach, wie wir es uns vorstellen. Ja. Ich habe schon angenommen, per Blickkontakt noch eine Frage da in der zweiten Reihe. Mit Blick auf die Zeit, würde man dann noch ein, zwei schaffen, wenn es okay ist, fragen? Dann glaube ich, müssen wir für heute zu einem Schluss kommen. Ich muss gestehen, ich bin langsam ein bisschen aus, wie sagt man, Wien, ausgesaugt. Ja, ausgesaugt. Na, ausgesaugt. Na, wenn es ausgesaugt ist, vielleicht. Tut mir leid, irgendwann jetzt. Vielleicht sind Sie der es am Tisch legen und es sind auch alle erschöpft. Also, es ist natürlich Informationsverarbeitung ist ein starkes. Was soll ich auf den Tisch legen? Nein, Sie haben schon alles auf den Tisch gelegt. Alles ist wunderbar. Ich würde sagen, wir geben in die zweite Reihe und es ist jetzt niemand, der sich dringlich gemeldet hat und dann machen wir für heute mit dem Frageteil Schluss. Ja? Herr Doktor, zwei ganz leichte Fragen. Die erste, ja, also wirklich ganz leicht, also so quasi zum Abheben geradezu. Die Theorien der Quantenphysik werden ja so populärwissenschaftlich sehr gerne von Alternativmedizinern verwendet, um ihre Geschichten zu bestätigen. Also die Homöopathie sagt dann Entanglement, ist dann, wenn das Wasser Informationen weitergibt, etc. Da würde mich einmal interessieren, was Sie dazu sagen. Das Zweite ist, interessanterweise, ich nehme an, Sie kennen den Dr. Klauser recht gut, mit dem Sie gemeinsam den Nobelpreis bekommen haben. Ich meine, der ist jetzt seit Mai 2023, lese ich dafür bei der CO2 Coalition, die Existenz des anthropogenen Klimawandels bestreitet. Was sagst du zum Kollegen Klauser, wenn er da nicht glaubt, dass wir da schuld sind? Moment einmal. Was war die erste Frage nochmal? Telepathie und alles das. Ja, ich werde öfter über das angesprochen. Ich war öfter. Herr Doktor, Entschuldigung, es geht um alternative Medizin, die die Quantenphysik für sich einnimmt, um zu bestätigen, dass Homöopathie und ähnliche esoterischen Gedanken tatsächlich funktionieren. Mhm. Weil Homöopathen sagen, es gibt Entanglement, weil durch das Schütteln der Globulis etc. gibt es dann Informationsübertragung, Entanglement etc. Ja, glauben Sie, aus meiner Sicht sind diese Begründungen Wunschdenken. Sozusagen, man soll ja nicht die Placebo-Wirkung unterschätzen. Wer bin ich, um den Leuten zu sagen, du pass auf bei deinen Globuli und so weiter, das ist nur Placebo. Na, aber solange es wirkt. Wobei ich gehört habe, Placebo soll ja wirken, wenn man nicht daran glaubt. Das habe ich auch schon gehört. Na, also Quantenmedizin und so weiter, das sind alles schöne Worte. Und in den Fällen, wo ich mir es näher angesehen habe, habe ich gesagt, das hat nichts, nicht viel mit dem
zu tun, was wir machen, nicht? Ich sage manchmal den Leuten, da hören wir das dann an und da reden sie von irgendwelchen Energieströmen und so weiter. Und dann sage ich, du pass mal auf. Du hast ein viel zu realistisches Bild der Welt. Schau dir mal wirklich an, was die Quantenphysik sagt. Zum Zweiten mit dem Klauser. Ich weiß das, ja. Ich meine, jetzt, ob er wo irgendwo Mitglied ist und so weiter, ist völlig wurscht. Das ist keine Aussage über seine wissenschaftliche Qualität. Es wird auch gesagt, dass er sozusagen sich gegen den wissenschaftlichen Konsens stellt. Das selbst ist ein Widerspruch. Einen wissenschaftlichen Konsens kann es nicht geben. Es gibt immer Ausnahmen. Jetzt möchte ich aber eines klar sagen. Ich sehe mich völlig außerstande, über seine Aussagen ein Urteil zu bilden. Ich kenne nur den Klauser als jemanden, der ein beinharter Experimentalphysiker und Beobachter der Welt ist. Der macht schon seit Jahrzehnten Messungen in San Francisco Bay als Segler über alle möglichen Sachen. Das heißt, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, und das habe ich auch vor kurzem in einer amerikanischen Zeitung gesagt, wie gesagt, ich nehme keine Stellung zu den Inhalten, sondern dann muss sich jemand von der Klimaseite mit ihm auseinandersetzen und das Punkt für Punkt durchgehen. Das ist wissenschaftliche Argumentation und das würde ich erwarten. Jetzt kann durchaus sein, dass er nicht recht hat oder dass er recht hat oder dass es vielleicht eine dritte Position gibt. Wer weiß der Teufel? Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Der Abend geht schon lang. Ich glaube, es kommt auch schon ein bisschen eine gewisse Müdigkeit langsam. Wir hätten jetzt eine junge Stimme, die sich noch ein Herz gefasst hat. Kriegen wir das noch hin? Eine junge Stimme in der zweiten Reihe. Und dann war, glaube ich, noch eine Meldung da oben. Ist das richtig oder wo ist mir das gezeigt worden? Da nickt jemand. Okay, hier. Also die wurde quasi schon angenommen. Das wäre eine und eine zweite, dann wird man Schluss machen. Geht das noch? Und dann alle anderen muss ich jetzt leider bitten und dann verweisen auf die wundervollen Bücher. Ja, genau. Also fangen wir oben an und schließen mit der jungen Stimme ab. Das fände ich irgendwie passend. Bitteschön. Haben Sie sich jemals beschäftigt mit Korrelationen quantenphysikalischer Phänomene und Nahtoderlebnissen? Das ist eine gute Frage, ja. Also ich habe einiges gelesen über Nahtodphänomene und da scheint es tatsächlich interessante Dinge zu geben. Mir fehlt noch sozusagen der genaue Nachweis, aber das ist sehr schwierig, wie man das genau nachweisen kann. Allerdings die Dinge, von denen ich gehört habe, glaube ich, mit Quantenphysik nicht viel zu tun. Das ist eine ganz andere Ebene. Wobei ich vielleicht eine Sache jetzt, Ihre Frage gibt mir die Möglichkeit, etwas zu sagen, das mir sehr wichtig ist. Es wird ja immer wieder auch gefragt, ob die Quantenphysik bei Bewusstsein und so weiter eine Rolle spielt. Und da muss ich sagen, die Hirnforschung, so viel sie auch erklären mag, hat noch immer nicht wirklich ein Wissen darüber, was da tatsächlich abläuft. Man kann einzelne Regionen im Hirn identifizieren, die korreliert sind mit bestimmten Handlungen oder Beobachtungen und so weiter und so fort. Aber sozusagen der elementare Prozess, Stufe für Stufe und seine Bedeutung, das ist eine offene Frage. Das könnte sein, dass uns da eine völlig neue Sicht der Dinge ins Haus steht, an die wir heute noch gar nicht denken. Danke. Dann sind vielleicht solche Dinge auch, kennen vielleicht solche Phänomene auch dazu. Ist nur eine Frage, keine Aussage von mir. Und ja. Die allerletzte Frage in der zweiten Reihe. Bitte schön. Eine Frage ist, hat das die Verschränkung auch irgendwas mit dem Tunneleffekt zu tun oder so? Also, womit? Mit dem Tunneleffekt, dass die Quantenteilchen durch Wände durch können. Der Tunneleffekt ist sozusagen ein ganz berühmter Quantenphysik
Und die Frage ist, ob die Verschränkung damit zu tun hat. Also die verschränkten Teilchen können genauso tunneln wie andere. Und nach dem Tunnel sind die noch immer verschränkt, weil das Tunnel keine Beobachtung ist. Sondern ich weiß nur, dass das da durchgegangen ist. Das ist aber eine wichtige Beziehung. Ja. Dankeschön, auch noch für diese Erklärung. Vielen Dank für die Zeit, für die Beantwortung aller Fragen. Wir packen direkt dazu zum tosenden Applaus die Veranstalter und Gastgeber, die ich noch auf die Bühne bitten möchte, von den Wiener Volkshochschulen, den Geschäftsführer Herbert Schweigern, von Verband Österreichischer Volkshochschulen, den Generalsekretär John Evers. Ah, da muss noch rauf und runter gegeben werden. Sehr gut. So, Sie waren ja so nett, heute zu uns zu kommen, nach 100, über 100 Jahren der nächste Nobelpreisträger. Ja, ich sag's ja nur zu Ihnen. Also, herzlichen Dank nochmal von uns, dass Sie heute zu uns gefunden haben und uns bestens unterhalten haben. Wir haben uns gedacht, eine Kleinigkeit. Wir haben uns ein bisschen erkundigt, ich glaube, könnte Ihnen Freude machen. Als kleines Dankeschön. Danke sehr. Ein Fest der Wissenschaft heute. Ja. Na, ich möchte mich auch herzlich bedanken. Ich habe da zwei Exemplare meines deutschsprachigen Buches mitgebracht. Eines für die Volkshochschulen und eines für den Herrn Bürgermeister. Ich kann aber was reinschreiben, wenn es will. Gäbe es da herstellen? Okay, gut. Gut. Herzlichen Dank. Danke sehr. Ich darf den Dr. Zeilinger noch kurz hier oben behalten, weil jetzt dann die Medien noch mal raufkommen. Als kurz was vereinbart. Dem Publikum sage ich danke, dass Sie alle da waren. Es war ein wundervoller, intensiver Abend. Vergessen Sie nicht, den stationären Buchhandel aufzusuchen für die einschlägige Literatur oder wenn Sie sofort angehen wollen mit der Wissenschaft, draußen bei der Kasse sich ins Science-Programm einschreiben oder die jungen Wissenschaftlerinnen vielleicht am 29. November im Planetarium anhören. Alles sind wundervolle Möglichkeiten. Wir sagen danke für den Einblick in die Welt der Quantenphysik.